misspells. Was geht, Leute? Mein Name lautet GameRM. Und willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Endlich ist wieder ein neues Video da, Leute. Und ich freue mich auch schon wirklich darum, weil ich jetzt ungefähr 2-3 Wochen keine Videos gemacht habe, Leute. Genau, und ja, in diesem Video werde ich noch zeigen, wie ich die PS4, also ich werde euch die PS4 zeigen, genau. Leute, ich kann kein Deutsch mehr. Und es wird aber kein Unboxing sein, also Unboxing kann man es nicht nennen, weil es schon ausgepackt ist, aber ich zeige euch alles nochmal schnell. Die PS4 habe ich mal in einer Woche genommen, aber konnte das Video irgendwie nicht hochladen. Mein Laptop ist aber abgestürzt und so weiter und so fort, Leute. Also richtig scheiße. Ich wollte schon noch sagen, sorry Leute, dass so lange keine Videos kamen, und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Was geht, Leute? Mein Name lautet GameRM. Und willkommen natürlich zu einem Video von mir, Leute. Hier im Hintergrund seht ihr gerade, meine PlayStation 4 ist angekommen, Leute. Endlich. Und hier seht ihr gerade den Controller. Ich habe schon alles angeschlossen. Ich wollte auch ein Unboxing-Video machen, aber das ging irgendwie nicht. Da gab es ein paar Probleme, Leute. Aber egal, jetzt zeige ich euch das kurz so alles, was mit dabei war. Auf jeden Fall war hier das Spiel Killzone dabei. Killzone Shadowfall. Hier. Und aber ich kann das noch nicht live spielen, also Videos machen, weil ich noch keinen HDMI-Split habe. Aber ich werde mir noch auf jeden Fall eins holen, Leute. Hier seht ihr nochmal die Packung. Hier alles schon frisch ausgepackt, Leute. Hier nochmal das HDMI-Kabel. Hier nochmal das Headset. Ja, ihr wisst bestimmt, was alles mit drin war, Leute. Hier das Stromkabel, aber ich habe jetzt das von meiner PlayStation 3 benutzt. Hier seht ihr nochmal, es macht gerade ein Update. Und ja, Leute, das war's eigentlich von meinem Video. Ja, dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, dass ich die PS4 habe, und abonniert meinen Kanal, da würde ich mich wirklich freuen. Dann sage ich mal tschüss, bis dann.